Eisbärjunge Knut kann sich schon allein bei Laune halten im Zoo Berlin. Und das ist gut so. Denn ab heute soll er ohne die ständige Begleitung von Thomas Dörflein auskommen. Auch für den ist die Situation erstmal neu. Ronny Henkel gibt heute den Küchenchef. Oder etwas mehr. Heute muss ich die Mama spielen. Oder ich werde es zumindest versuchen. Also ich finde es interessant zu sehen, wie der Bär dann reagiert. Weil wir hatten es ja schon mal, als er ein bisschen kleiner war. Und da sind wir, naja, eigentlich kläglich gescheitert. Das ging eine Weile gut. Dann war er abgelenkt und dann hat er nur noch die Mutter gesucht. Aber da er sich ja jetzt auch ein bisschen von Thomas schon entfernt, hoffen wir, dass es heute ein bisschen besser läuft. Kann ja nicht sein, dass der Mann bis Lebensende hier an seinen freien Tagen arbeiten kommen muss. Ronny, soll ich ihn holen? Ja, kannst du holen. Luigi. Knut ist noch ahnungslos. Komm. Na komm, geh mal weiter, komm. Da hinten steht dein Futter. Ja, feine Maus, komm. Geh weiter. Allerdings, wenn es ums Fressen geht, sind persönliche Beziehungen nicht so entscheidend. Fressen tut er immer, auch wenn die Mama nicht da ist. Er hat noch nie eine Mahlzeit ausgelassen. Das ist egal, von wem sie kommt. Er zieht sie das Wasser rein, als wenn es nicht wäre. Hm? Suchst jetzt, wo du nuckeln kannst, wa? Das ist jetzt normalerweise so eine Zeit, wo Thomas kommen würde. Selbst wenn Thomas frei hätte, zieht Thomas sich um und in der Zeit nuckelt er dann an seiner Hand. Jetzt hat er es nicht. Jetzt muss er gucken, was er macht. Entweder sucht er sich Ronny aus zum Nuckeln, aber ich lasse ihn nicht nuckeln. Und sein Bruder, Kumpel, Kampfgefährte. Knut sucht Thomas Dörflein. Die Mama findet sie aber nicht. Komm. Tür ist zu. Knut! Komm! Ja, fein. Nuckel an Ronny. Und Knuts Auftritt vor Publikum? Na ja, suchen tut. Der Konferencier ist schon bei der Eröffnungsrede. Wie lange Sie hier stehen, am schlimmsten wäre natürlich für die Leute, wenn er ja nicht erst mitkommt. Und für die älteren Damen wird es sowieso schlimm, weil Thomas nicht da ist. Aber da müssen sie halt durch. Fehlt nur, dass ich auch noch Fanpost. Also er musste auch schon zweimal. Ich habe auch schon zwei Autogramme geben müssen. Meine Befürchtung ist, wenn man zu viele Autogramme hebt, dass man irgendwas unterschreibt, was man ja nicht haben wollte. Dass dann eine Waschmaschine geliefert wird oder so. Oder man hat eine Versicherung abgeschlossen. Fühlt sich wohl hier, weil fühlt sich wohl. Knut gibt die Suche noch nicht auf. Nein, Knut, nein. Jetzt ist die Mama immer um die Zeit aus der Tür rausgekommen. Spätestens dann, ja. Weiß ganz genau, wie er was machen muss, wa? Wie eine Katze. Hör auf. Ah. Klar. Er hat wieder was Neues gelernt. Knut. Komm raus. Mike Jacobowski bringt das Elefantenhaus zum Blitzen. Heute soll es besonders schön werden im Tierpark Berlin. Hier wird gleich geheiratet. Das Elefantenhaus als Standesamt. Sollten das schon die Trauzeugen sein? Naja, ein gutes Gedächtnis wird ihnen ja nachgesagt. Die Ankunft der Hauptpersonen. Heute haben wir eine Hochzeit in der Halle. Und die haben sich natürlich gewünscht, dass sie ein paar Elefanten sehen können. Also holen wir die ganzen Elefanten jetzt eher rein. Haben auch schon ein bisschen schneller sauber gemacht heute, damit nicht ganz so viel Krach dann noch in der Halle ist. Und jetzt werden die Elefanten einfach mit ein bisschen Heu und Silage beschäftigt. Knuspern dann hoffentlich glücklich hier. Und die Leute können dann heiraten und sind am Ende hoffentlich zufrieden. Für Kando ist es die erste Hochzeit. Letztes Jahr in Thailand haben mir zwei Elefanten geholfen bei meinem Verlobungsantrag. Einer kam im Rüssel mit einem Körbchen mit einem Ring drin und der andere kam mit einem riesigen Orchideenstrauß hinterher. Und darum haben wir uns gesagt, wenn wir dann heiraten, dann versuchen wir es hier im Elefantenhaus. Eine Steigerung
ist jetzt aber nicht mehr möglich. Ist es Ihr Wille, mit Herrn Peter Wichmann die Ehe zu schließen und den gemeinsamen Ehenamen Wichmann zu führen? Ja! Würden auch die Pfleger hier heiraten? Wir arbeiten hier und wir verbinden das ja dann auch immer mit der Arbeit. Mit einem Arbeitsplatz. Und genau. Deshalb wäre für uns jetzt in dem Elefantenhaus wahrscheinlich nicht so romantisch zu heiraten. Wir würden vielleicht woanders heiraten. Denn eine Hochzeit ist ja doch eher ein bisschen privat. Ja. Und deshalb möchte man das vielleicht in einem romantischen Umfeld. Für andere Leute mag das hier romantisch sein, weil sie das ganz toll finden. Aber da wir andauernd und jeden Tag hier sind, fast, möchten wir uns ein anderes Ambiente wünschen. Hinter den Kulissen wird weiter alles schick gemacht. Gleich soll Tana der Glückselefant sein. Jede Fütterung ist für Liane Dedekind auch eine Höhlenerkundung. Heute sind wieder zwei Humboldt-Pinguine geschlüpft. Die sind eben noch völlig hilflos jetzt in dem Alter, geduhnt und dürfen auch nicht durchnässen. Also wenn die nass würden, das wäre für sie, das sind ja nur Dun und nicht dieses feste Kleid, was sie dann haben mit 2 Monaten ungefähr. So, du kleiner Zwerg, dann kannst du wieder zu deinem Papi. Gut organisiertes Brutverhalten. Die haben einfach jetzt im Sommer angefangen. Ist mir lieber, als wenn sie im Herbst noch mal anfangen. Das ist noch viel unangenehmer. So, jetzt muss ich erst mal ganz vorsichtig am Papa vorbei. Nicht, dass er jetzt hackt. So. Ist gut. Ja, da ist dein Kind. Alles okay. Da ist es wieder, ne? So. Das ist eben das Schöne. Wenn man 2-mal füttert, da kann der Kollege oder die Kollegin dann früh aufpassen, wer eben sehr desinteressiert ist, und der sagt mir dann Bescheid, dass ich dann darauf achte, der nachmittags gut frisst, dann hat man doch eine Kontrolle. Der Kleine, der hier so unmöglich dick aussieht, ist unser Jungtier vom letzten Jahr. Die anderen sind ja alle verkauft, aber Artus ist geblieben als einziger. Und Artus ist jetzt ganz doll vor der Mauser. Da sehen jetzt die Federchen, die neuen, die sind jetzt unter den alten Federn drunter, stoßen die alten Federn ab, und deswegen sieht er aus wie ein kleiner Teddybär, dieser Dicke hier. Und der frisst Unmengen. Da muss ich schon bremsen, dass er nicht noch, wenn es jetzt wieder warm wird, dass er da nicht so leidet. Ja, Artus, ja, ich weiß. Außerdem muss das Futter für alle reichen. Auch für das geduldige Brutpaar. Wenn hier noch was kommt, können wir auf 9 kommen. Wäre immerhin. Aber warten erst mal ab. Streifenhyäne Milady ist Mutter geworden. Herr Schnecki, komm, kriegst hier vorne noch was. Milly, Milady. Der Nachwuchs schlummert derweil noch in der selbstgegrabenen Höhle. Nichts passiert. Ja. Kann man schön die Bürste erkennen, die eine Streifenhyäne aufstellen kann. Im Erregungszustand. Achtung. Ups, Treffer. Im Normalfall trägt Milady ihr Kind gern im Maul spazieren. Naja, besonders liebevoll wirkt das aber nicht. Das sieht natürlich für Außenstehende immer recht brutal aus, auch für Kollegen. Also wir kriegen dann immer ganz viele Anrufe von Kollegen und auch von Besuchern, die dann sagen, ja, die schleppt ihr Kind. Das, weil die sehen dann immer den Moment, und dann müssen wir mal beruhigen und sagen, ja, das wissen wir bei ihr, da können wir ja auch nichts machen.
Beim ersten Wurf, da waren wir immer, da waren wir ganz aufgeregt. Da sind wir hier tausendmal am Tag vorbei und jedes Mal, wenn sie dann wieder geschleppt haben, Mensch, was können wir machen? Da können wir ja nichts machen. Einen Kinderwagen geben oder so. Weil das ist nichts weiter, als dass er das Kind wirklich spazieren führt. An die frische Luft, sie führt es spazieren und dann legst du es wieder ab und ab, je wieder in deine Höhle und jetzt ist gut. Jede Mutter ist doch glücklich, wenn sie das Kind genau da hat, wo sie es immer haben will. Aber die werden eben so wie Menschenkinder eben auch irgendwann selbstständiger und aktiver. Und das wird jetzt, denke ich mal, nicht mehr lange dauern. Die Mama selber hat ja auch einen Bewegungsdrang. Sie will einfach laufen. Sie will ihrem Bewegungsdrang nachgeben. Und andererseits steckt sie dann natürlich in dem Dilemma, sie will aber auch das Kind nicht alleine lassen. Also gibt es nur eins, Kind muss mit. Der Hyänenvater wohnt jetzt nebenan. Milady soll sich ganz aufs Kind konzentrieren. Ist er dabei, kommt das zu kurz. Also wir wissen definitiv, dass eine Familienaufzucht, wie wir sie uns vielleicht wünschen würden, dass das nicht funktioniert. Wir haben es zweimal versucht, beides Mal ist der Wurf in die Hosen gegangen, weil die Milady sich zwar anfänglich gekümmert hat, aber mit zunehmender Zeit hat sie also sich mehr für ihn interessiert und hat sich dann nicht mehr so um die Jungen gekümmert. Und dann haben wir erst dann die Variante probiert, ihn nur zu trennen und sie dann im Haus zu lassen. Und das hat alles irgendwie nicht so funktioniert, sodass wir jetzt wissen, wir müssen also wirklich eine räumliche Trennung vornehmen, dass die sich nicht sehen und möglichst auch nicht hören. Und dann funktioniert das auch. Milady hat ihr Junges erstmal zurück in die Höhle gebracht und genießt jetzt die Sonne. Mario, ein Fingertier aus Madagaskar, ist ein anspruchsvoller Bewohner im Zoonachttierhaus. Vor allem, was das Fressen angeht. Futter fürs Fingertier. Das ist so ein einfacher Asttier, Löcher reingebohrt, eine Wachsmade rein oder eine Schwarzkäferlarve oder. Und dann wird das mit einer Rosine oder einem Mohrrübe wieder zugemacht, genauso wie der Bambus hier. Den schneiden wir uns in so ein Stücken. Dann wird der gefüllt mit Insekten und zugemacht. Und er knabbert dann meist hier auf und holt sich dann einen Käfer, Larve etc. nacheinander raus. Na, mein Junge, komm mal, komm mal, komm mal, komm. Komm mal her, komm mal hierher. Erstmal alles kritisch beschnuppern. Das Obst ist für den Nachtisch. Was willst du lieber, den Baumstamm? Komm mal her, hier. Ja, zeig mal, komm mal her. Der ist hier in Madagaskar im Zoo geboren. Kommt nur auf Madagaskar vor und da auch bloß nur vereinzelt in manchen Regenwaldgebieten. Ja. So wie im Regenwald muss deshalb auch das Klima im Nachttierhaus sein. Feucht. Ist hier die Luftbefeuchtung. Das entsalzt das Wasser und damit die Luftfeuchte ein bisschen höher wird. Wunderschön für die Tiere. Der ist sehr neugierig, ja. Und ziemlich keck. Komm mal her. Es hat lange gedauert, bis Mario so zutraulich wurde. Ja, streicheln durfte man den überhaupt nicht die ersten Tage und Wochen. Ich war zum Anfang recht scheu und auch ganz nervös und hat auch so eine Rufe ausgehört. Also hat mir klar gemacht, dass er nicht will, dass man näher kommt. Aber dann hat er sich immer mehr daran gewöhnt. Irgendwann hat er mir dann mal so einen Stab aus der Hand genommen und jetzt tobt er hier schon auf uns rum. Aber die werden allgemein immer recht nett.
Und wie gesagt, das alle Tiere so vorzubereiten, hier jede einzelne Marderin zu stecken, das ist halt ein bisschen zeitaufwendig, ja, das Futter. Mit dem Finger, das wird immer nur, und alles, was an der Kralle hängen bleibt, wird durch den Mund gezogen und das wird runtergeschluckt. Der Mittelfinger als Futterspieß. Da das die einzig mögliche Art der Nahrungsaufnahme ist, könnten Fingertiere mit einem normal gefüllten Fressnapf gar nicht viel anfangen. Eine Überraschung wartet auf Tüpfelhyänenmutter Malindi. Ein Straußenei liegt auf der Anlage. Ein echter Leckerbissen. Tochter Lulonga zeigt auch schon Interesse. Muss erstmal alles abgerochen werden, wo die Pfleger waren. Wie komme ich da rein? Gucke zu, wie Mami das macht. Kann ich nicht. Keine Zeit. Ach, war das alles? Ist doch nicht toll. Hallo, hallo. Komm mal her, Lulonga. Komm mal, komm. Der Eierbecher fehlt. Eierbecher fehlt. Die Große kennt es auf jeden Fall. Und das Kind musst du dann jetzt kennenlernen, wenn Mama es aufmachen würde. Ja. Und nicht in den Graben rollen, bitte. Und lächeln, meine Damen. Ja, die stellt sich los hin. Ja. Die hat ja erlebt, ihr passiert nichts auf der Anlage. Wenn die Leute kommen, ist das nett. Die machen du, bist du niedlich. Und die setzt sich auch richtig hin zum Fotografieren, hat man das Gefühl, und präsentiert sich dann. Ja, Mutter und Tochter wissen, wie man sich günstig ins Bild setzt. Trotzdem, der Eierlauf ist interessanter. Den großen Stein. Ich habe gesagt, die heute dahin, wo sie hin haben will. Das war jetzt, der Ansatz ist schon gut, genau, jetzt umdrehen und dann mit Schwung. Und dann mit Zielen. Und so weit können die ja wohl sehr geschickt. Ja, mit dem anderen Ei war es auf der alten Anlage. Da waren überall Felsen. Felsen, da war eine harte Unterlage. Sollen wir dir ein Werkzeug reichen, Malindi? Malindi, tu uns den Gefallen. Ah, die gibt nicht auf. Und für das Kind ist es natürlich erst dann spannend, wenn es offen ist. Bis dahin ist es einfach nur noch ein Stein oder so. Es lässt sich aber nicht öffnen. Wofür hat man eigentlich Tierpflegerinnen? Was? Und die fahren jetzt auch noch weg. Unerhört. Schweineschar. Beziehungsstress. Zwischen Sölvi und Zwerkel. Die zwei rotbunten Hausschweine können sich nicht mehr riechen. Höchste Zeit für eine sensible Paartherapie. Zwerkel, da warte viel von dir. Natürlich auch von der Sölvi. Na, komm mal, ja. Komm mal, komm. Schwein. Na, jetzt geht's aber los. So richtig? Und? Geht eigentlich nichts los. Tja, tote Hose. Da muss irgendwas bei ihm wahrscheinlich nicht stimmen, dass er sich auf andere Freunde des Lebens besinnt. Zwerkel. Du enttäuschst uns. Ja? Sölvi, komm her. Ja, viele Bemühungen, die man sich macht als Tierpfleger oder auch die Tierärzte natürlich, um irgendwelche Sachen hervorzuheben oder zu bewirken, sind dann meistens doch vergebens. Klappt nicht immer. Also das Interesse für mich ist ja schön, Zwerkel. Aber da, guck mal, wer da ist. Du kannst mit mir nicht anfangen.
Und ich mit dir in deiner Form jetzt auch nicht. Hm? Geh mal zur Sölvi. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Na, guck sie mal an. Ja, geh mal. Nö. Nö. Gibt's nichts hier. Freund, die sieht doch gar nicht so schlimm aus. Hm? Guck mal, ein bisschen Figur hat sie. Zwerke. Zwerke. Komm her, komm. Komm mal her hier. Nö. Sölvi müht sich ab. Verwechselt sie da nicht etwas? Aber Sverkel verschläft einfach das Beste. Sölvi bleibt dran. Verkehrte Welt. Tja, hier sehen wir doch ganz deutlich, an ihr liegt es nicht. Also normalerweise müssten die beiden Tiere jetzt anders stehen, ne? Sie müsste da vorne sein und er oben. Und dass sie schon auf ihn jetzt raufgeht, zeigt also, dass sie schon Lust hat. Aber er nicht gewillt ist, ihren Anforderungen zu entsprechen. Sehr feinfühlig ausgedrückt. Sölvi, wollen wir dir einen neuen Liebhaber besorgen? Bist du mit dem Sverkel nicht einverstanden mehr? Hat er ausgedient? Ja? Was wollen wir noch machen? Die Jaguar-Mutter schaut äußerst skeptisch drein. Ihr Baby ist nicht so zurückhaltend. Die Neugier siegt. Hinein in den Käfig. Doch da geht die Tür zu. Denn gleich gibt es eine Spritze. Die zweite Impfung in 12 Wochen. Fühlt sich in ihrer Vorsicht bestätigt. Ja, machst du feine Geräusche? Machst du feine Geräusche? Machst du feine Geräusche? Wieder ganz schönes Stückchen gewachsen, ne? Ja. War auch etwas schwieriger, diesmal wahrscheinlich die reinzukriegen, oder? Ja, sie lässt ihn ja immer nicht los. Sie zieht ihn ja ein bisschen brutaler noch wieder raus. Oder? Ja. Wie gehabt. Danach gleich noch eine Impfung gegen Würmer. Reichen. Ist doch nicht artig, das Leben? Süß. Okay. Jo. Der Widerstand war geringer als erwartet. Brummelchen. Hat er jetzt eigentlich einen Namen? Brummel. Gleich sind Mutter und Kind ja wieder vereint. Na, er hat relativ schnell aufgegeben. Oft kämpfen sie mit dem Kescher, verstricken sich dann da drin. Und jetzt scheint angeblich jetzt hier bei ihm, vielleicht gewöhnt er sich an die Kescherei. Er weiß jedenfalls, bin andere Sachen gewöhnt von Jaguaren. Die kriegen dann richtige Wutanfälle. Die Mutti ruft, ne? Und schon ist alles wieder in bester Ordnung. Musik.
Hochzeit im Elefantenhaus gibt's jetzt noch einen Höhepunkt. Den Auftritt vom Glückselefantenmädchen Tana. Glückwunsch. Ein kleines Geschenk für die Braut? Ja. Das ist ein Elefantenhaar. Was ist das? Ein Elefantenhaar. Ja. Das ist ein Elefantenhaar? Das ist ein Elefantenhaar. Das ist hinten vom, Schwanz. Die haben zwar am Körper ganz klein, aber hinten am Schwanz haben sie ganz lange. Ja. Das soll Glück bringen, sagt man. Das muss die Braut dann aber immer bei sich tragen. Am besten im Portemonnaie. Mach ich. Dankeschön. Bitte sehr. Danke. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Traum. Und auch für Tana lohnt es sich. Wenn ich aus dem Korb rausnehme, dann kannst du mal entsetzen, dann mach lieber ich. Weil wir sind da ganz schnell futterneidisch. Ja. Guck mal da drüben. Dann können Sie die ruhig gerne füttern, aber wenn sich ein Fremder vor ihr bückt und da einfach was, dann denkt sie, sie wollen was klauen. Nicht, dass es jetzt noch eine Tragödie endet. Also recht herzlichen Dank auch für uns. Also war genauso, wie wir uns vorgestellt haben. Die gleiche Weste hatte ich auch. Na ja, dann. Kann er oder? Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Ja, wir hoffen, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ja. Wir bringen mal ein paar Bilder mit irgendwann. Das ist ja nett. Das ist super. Vielleicht habt ihr was für eure Antagen. Ja, ganz klar. Elefantenhaar. Danke sehr. Ja, Elefantenhaar aus dem Kochbuch. Wir bringen den Elefant jetzt weg, ja? Ist okay, ja. Wir sind alle durch, alle haben ein Foto gemacht, ja? Ja. Alles super. Schönen Tag noch. Schönen Dank nochmal. Danke. Alles klar. In dein Kochbuch. Tana hat ihren Job gemacht. Dr. Pauli radelt zu den Geladas. Dort wartet Macho Winnetou. Er ist der Haremschef. Hat also seine Weibchen um sich rum und seinen Nachwuchs. Und das ist seine Hauptaufgabe, die zusammenzuhalten. Ja, man muss sich vorstellen, in Äthiopien ist ja natürlich nicht nur eine Gruppe, eine Haremsgruppe, sondern ganz viele. Und da versuchen die Weibchen ja auch bald hin und her zu wechseln in Gruppen. Also einen Seitensprung zu machen. Und da ist für den Haremschef natürlich die Hauptaufgabe, seine Gruppe, seine Weibchen und seine Kinder beieinander zu halten. Ja, er hat ja generell zwei Frauen, das ist die Ginger und die Gabriele, und die Ginger ist seine Lieblingsfrau. Das sieht man daran, dass die Ginger auch jedes Jahr ein Jungtier hat, was relativ ungewöhnlich ist, weil der Geburtenabstand ist normalerweise so 1,5 bis 2 Jahre. Und die kriegt halt jedes Jahr eins. Und die andere, die Gabriele, so, naja, ja, eigentlich alle 2 Jahre, kann man sagen. Fast. So auch in diesem Frühjahr. Das Baby war zunächst ganz aufgeweckt, aber dann... Das ist leider nach einem Monat gestorben. Das haben wir morgens, hing das irgendwie ganz schlaff, also war schon tot, hing es an der Mutter dran. Und da muss über Nacht, weiß nicht, ob es runtergefallen ist, ob eine Streiterei passiert ist, können wir nicht sagen. Ist auf jeden Fall da zu Tode gekommen, leider. Es war ein Weibchen. Traurig für Gabriele. Nachwuchs gibt's wahrscheinlich trotzdem bald wieder. Das Brustfeld ist feuerrot im Moment. Und das sind diese Blasen um die Brust rum. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass die jetzt heiß wird oder schon ist. Also voll im Zyklus drin. Die präsentieren sich natürlich dann auch, die Weibchen. Ja? Die stellen den Schwanz hoch und reizen ihn. Und der geht halt hin und schnuppert dann. Ja? Und ich habe ja gesagt, die Ginger bringt eigentlich ihre Jungtiere immer so im Dezember, Januar zur Welt. Da könnte halt rechnet, könnte da jetzt was angesetzt werden in nächster Zeit. Der Pfau jedenfalls stellt schon mal den Sichtschutz auf. Vorsichtshalber. Knuts Hofparty ist zu Ende. Jetzt geht's zur Vorstellung.
Bisher war er immer mit dabei. Jetzt lässt sich Thomas Dörflein vertreten. Abschied von einer schönen, aber stressigen Zeit. Also seit etwa 2 Wochen hat so die Bindung ein bisschen nachgelassen. Zu mir. Und da dachte ich, das ist ein guter Moment jetzt. Der aber sicher auch nicht ganz leicht ist. Für beide. Fängt an, die Mama zu suchen. Aber die Mama wartet auf dem Wirtschaftshof. Damit der mich nicht riecht. Deswegen sitze ich hier. Nehmen wir an, bis hierher wird er nicht kommen mit seiner Nase. Thomas Dörfleins Kollegen bringen Knut auf andere Gedanken. Bisher sieht's doch gut aus. War schon 20 Minuten um. Komm. Doch Knut hat seinen eigenen Kopf. Drei Herren gehen jetzt baden, schwimmen. Neben schwimmt hier seinen kleinen Knut. Beim Schwimmen ist er dann wieder mit dabei. Im Wasser ist er wild auf mich als auf Thomas. Manchmal habe ich das Gefühl, er hält mich für ein Walross unter Wasser. Kurzer Zwischenbericht an Thomas Dörflein. Hi Ronny. Hi Tommy, na, sitzt du schön im Auto? Ja. Und wie sieht's aus? Naja, er rennt oft zur Tür, oder? Er macht hier wieder so sein Ding. Aber er schreit wenigstens nicht rum. Jetzt spielt er gerade wieder mal mit Markus. Aber er rennt oft weg, wa? Rennt oft zur Tür und kickt. Naja, ich bleib noch hier. Ist jetzt guter Durst. Genau. Und du auch. Und ich auch. Und jetzt macht er auch das, was er immer macht. Er frisst gerade Sand. Gut, alles klar. Ich melde mich nachher nochmal. Läuft ganz gut. Bisschen anders als sonst, aber ist ja im Grunde normal. Für Knut war es heute besonders anstrengend. Die erste Show ohne Thomas Dörflein. Verdienter Eisbärenfeierabend. Hi Ronny. Hi. Na? Ich glaube, du kannst nach Hause fahren. Wie sieht's denn aus, Mensch? Ja, war okay. Ist das schlimmer geworden oder besser geworden? Nee, besser geworden. Ja. Fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ist aber auch jetzt gut auf seine Anlage gelaufen. Mit dem Wasser wunderbar hinterhergelaufen, ganz entspannt. Ja. War gut. Alles klar. Gut. Bis dann, wa? Gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Nun kann Thomas Dörflein nach Hause und mal Urlaub machen. Knut bleibt traurig zurück. Nicht der letzte Abschied in seinem Eisbärenleben. Fast täglich kommt frischer Bambus für Mario. Dabei ist der Grünem gar nicht zugetan. Zu dick. Der kriegt den Bambus, weil A ist auch wieder Beschäftigung, der spielt damit und er braucht das, um täglich sein Nest in seiner Höhle auszupolstern. Und dazu benutzt er sehr gerne Bambus, die beißt er hier die Spitzen ab und flechtet da so ein Kugelnest in seiner Höhle. Was andere gierig herunterschlingen, ist für Mario nur Baumaterial. Kennt doch jetzt schon jeden Winkel, benutzt doch alle Klettermöglichkeiten hier, ob Seil oder Naturbaum, Kunstbaum, alles.
Der fühlt sich hier glob. So sieht's aus, recht wohl. Hat auch schon gut randaliert hier. Macht den Beton abkratzen und. Meine gebissen werden möchte ich nicht. Aber das sind ja so wie Nagetierzähne. Der kann ja Kokosnüsse aufknacken und haben wir ja gesehen, der Bambus ist für ihn auch wie eine Bananenschale. Und also gebissen werden möchte ich nicht. Nein. Aber macht er nicht. Ist ein Lieber. Ja, Putzen ist auch eine ganz große Beschäftigung. Also was der sich putzt und kämmt sich da mit seinem Finger, das ist, da braucht er auch viel Zeit für Fellpflege. Ja, ein Fingertier zu pflegen, ist wahrscheinlich für einen Nachtierhauspfleger ist das Größte. Da gibt es nichts Vergleichbares. Weil er eben sehr selten ist, kaum in Zoo gezeigt ist, sehr lieb ist und sehr anspruchsvoll ist. Was ja natürlich auch Spaß macht, das Futter immer wieder irgendwo anders zu verstecken oder mal andere Sachen auszuprobieren. Und das kann man mit ihm fantastisch machen. Ein eigenwilliger Nachttierhausbewohner, der sich auch unsichtbar machen kann. Im Streichelzoo für die Kleinen leben ein paar ganz kleine Zwergziegenböcke. Tja, und jetzt darum, einen auszusuchen von den schönen Böcken, die wir noch haben, den wir jetzt behalten werden. Der praktisch in die Fußstapfen von unserem wilden Fridolin schlüpft. Da haben wir schon einen Namen, der wird dann Romeo heißen. Auch was Schönes. Ja, dann muss ich den Kleinen bloß kriegen. Der Kleine kann nicht ahnen, welch große Erwartungen auf ihm lasten. Auf ihm, dem zukünftigen Zuchtbock. Aber das ist hier manchmal wie beim Angeln. Man muss hier Geduld haben, ne? Und manchmal bietet sich die Chance schneller, als man denkt. Ja, da ist er. Ja, nun ist er halt halb so wild. Romeo. Du bist der Auserkorene. Ja, ja. Nun komm mal. Ja, ja. Nun nicht so sauer sein. Nee, nee, nee. Ist alles in Ordnung. Ja, ja. Von Romeo-Ambitionen noch keine Spur. Nee. Du hättest ja auch mit dem Wagen fahren können. Aber ich will dich auch mal tragen. Guck mal, da sind wir schon. Du bist ja schon halbstarker. Du bist ja kein Kind mehr. Ha? Musst du jetzt hier nicht so rumschreien. Jetzt geh zu deinen Kumpels. Die werden ja schon zeigen, wo es lang geht. Sind ein bisschen älter. Hm? Da musst du dich durchsetzen, ja? Romeo lässt sich die Butter, besser gesagt den Ziegenkäse, jedenfalls nicht vom Brot nehmen. Er erklärt den anderen erstmal, was Sache ist. Älteren Böcke bleiben zunächst kritisch. Ja, die Sache müssen wir natürlich jetzt beobachten, wie sie die sich hier untereinander jetzt verhalten. Erfahrungsgemäß müsste es eigentlich gut gehen, aber man weiß ja nie. Ne? Mein Freund, der ist leer, der Eimer. Da habe ich aber drin Fressen gemacht.
Ja, und das Schreien ist ganz normal. Er ist von seiner Gruppe getrennt, von seiner Mutter getrennt, neue Umgebung. Das vergeht aber nach 2, 3 Tagen. Das ist ganz normal. So, seid schön brav miteinander, ja? Und komm nachher gucken. Ich möchte keine Klagen hören. Bei den Tüpfelhyänen geht die Eierei weiter. Die Schale ist zu hart, kein Stein in der Nähe. Malindi bekommt das Ei einfach nicht auf. Lolonga findet das sperrige Ding inzwischen wohl eher langweilig. Sie beobachtet lieber ihre Umgebung. Vielleicht sollte man das blöde Objekt einfach verbuddeln. Lolonga zeigt der Mama ganz deutlich, mit ihr spielen macht mehr Spaß. Und Zähnchen hat die Kleine auch schon. Das Straußenei als Kopfkissenersatz. Für heute bleibt das Ei ganz. Inge und Andrea, wenn Spielgefährten lange Hälse machen. Mehr aus dem Giraffenkindergarten in der nächsten Folge von Panda, Gorilla und Co.